gefällt mir am besten. Es lässt deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe dir 2 zum Preis von 1. Wow. Du schon wieder. Gehört der Laden dir? Nein, meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Für dich 550. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein? Nein. Er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. Oh. Dann hat die indische Armee ihn einberufen? Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst du nicht. Er ist kaputt, siehst du? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Parashurama, als er die Tür seines Vaters bewahrte. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Hm, interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für dich. Hey, warte! Hey! Ich kann dir helfen. Oh, und was kostet mich das? Meine Schwester braucht mich. Soll ich dir das Essen bringen? Das dauert nicht lang. Länder von Silber. Ich muss auf diesem Laster sein, bevor er fährt. Also, dein Ganesha. Ernsthaft, was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Verzeihung. Was? Versteh mich nicht falsch. Gute Technik beim Rausziehen. Aber ich möchte meinen Ganesha zurück. Bitte. Schön. Aber nicht schlecht, Kleine. Zu viele Soldaten. Shit. Warte mal. Du bist keine Touristin, oder? Alles in Ordnung. Hallo, Lady. Gute Preise. Shh. Wir unterhalten uns. Oh, ich hab schon, was ich brauche. Danke. Arbeitest du für die CIA? Denn das wäre echt ziemlich cool. Es darf niemand über diese Brücke gehen. Es ist zu gefährlich. Hör zu, Schatz. Es war nett mit dir. Aber du musst jetzt wirklich gehen. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay, nein, danke. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Hör zu. Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf. Wenn ich zurück bin, Pizza Party. Deal? Deal. Gut. Scheiße. Verdammt. Sir, Lisa! Sir, bitte. Oh Gott. Mein Dad, wir waren Eis essen und ich finde ihn nicht mehr. Ich kann nicht ohne ihn nach Hause. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist passiert? Er stand da drüben. Ich habe mit dem Mann gesprochen. Thank you.
nur Vorräte zur... Halt's Maul! Diese armen Schweine. Okay, rote Tür. Das ist sie. Besser als nichts. Dann mal los. Ist nur ein Kriegsgebiet. Alles ein Kinderspiel. So eilig. Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Arme hoch. Hey. Gefährlich draußen um die Zeit. Hey. Wo wohnst du? Bist du taub oder was? Antworte jetzt. Wo du wohnst, habe ich gefragt. Bei Arafta. Ich habe gerade zu tun. Das kann warten. Ja, Sir. Komm nach drin. Verstanden. Du kommst mit. An die Waffe. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Wir haben Glück, dass ich woanders hin muss. Feuer? Ich rauche. So nicht zu gebrauchen. Wenn ich sie rauchen kann, will ich sie. Thank you.
Heute Nacht geht's los? Kann's kaum erwarten. Hab genug von diesen Leuten. Nein, Asaf sagt noch eine Woche. Noch eine Woche in diesem Loch. Okay. Denk an das Endziel, Bruder. Hast du noch die Flasche Kokos, Arak? Vielleicht. Was ist sie dir wert? Super Timing. Meine ewige Dankbarkeit. Nicht gut genug. Wo zur Hölle hast du den Arak überhaupt her? Weiter die Straße runter. Dieser Kerl hat eine Riesensammlung. Ja. Pink Lotus. Was soll das heißen? Vorbereitungszeit. Die Regierung hält uns für einen Witz. Das haben wir nicht mehr. Wir sind hier seit Wochen. Geschafft. Meint es ernst. Ah, Pink Lotus. Habe ich mir anders vorgestellt. Zwei Ziele, das Lager und dann... Du bist hier falsch, Mädchen. Was zur Hölle? Oh!
Jetzt aber deinen kommen, Kleines. Du bist zu spät, Fraser. Freut mich auch, dich zu sehen. Scheiße, wir haben unsere erste Einleitung. Verdammt, was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegshetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Entscheide dich. Er ist... Komm schon, ich helfe dir hoch. Ja, bitte. Danke. Da, gar nicht so übel. Und jetzt? Geduld. Und hoch. Echt jetzt? Echt. Schön vorsichtig. Sicher, dass das sicher ist? Nein. Entlang. Dir ist klar, dass wir uns von Asafs Versteck entfernen? Ja, wir nehmen den Weg. Jetzt weiß ich, warum du immer so spät bist. Nur noch eine Stunde. Ich erledige ihn. Nein, ich schalte ihn aus. Cobra 1 für Cobra 5, over. Empfang, Cobra. Over. Verstanden, Gruppe 1. Das ist okay. Wohin jetzt? Hoch. Okay. Optionen. Bleib hier. Tja, sie macht ihrem Ruf alle Ehre. Fraser, hier drin. Da müssen wir hin. Aber ohne Schneidbrenner kommen wir hier nicht durch. So, jetzt improvisieren wir. Wir sind schon die ganze Zeit. Bleib hier.
Tja, sie macht ihrem Ruf alle Ehre. Entschuldigung. Wir machen um Kissen lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Hier gibt's günstiges Büromaterial, falls du was brauchst. Bist du bei dem Job immer so gesprächig? Ja. Ich brauche nur einen Moment. Nummer eins. Oder auch so. Suchen wir die Scheibe. Herzlichen Dank. Du stehst dann bitte Schmiere, okay? Ja. Himmel. Das ist ja wie in einem Antiquitätenladen. Er war wohl sehr fleißig. Was glaubst du, was das alles wert ist? Genug, um seine kleine Revolte noch ein wenig länger zu finanzieren. Salah und der Tiger. Vielleicht ist er näher als gedacht. Das stört dich nicht? Das sind alles indische Artefakte. Ist nicht mein Kampf. Ich leih mir das mal aus. Fraser, komm her. Vielversprechend. Verschlossen. Nicht mehr lange. Was war das für eine Karte? West Gates, Hoysala-Gebiet. Scheiße. Nein, schon gut. Nichts, was wir nicht schon wussten.
Ross. Verdammt, was sollte das eben? Nicht elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man improvisieren. Wer ist jetzt hier unprofessionell? Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, du hast Asaf einen Vorsprung verschafft. Ich frag mich langsam, ob du die 50% wert bist. Wusste ich's doch. Du wolltest mich verraten. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut. Du weißt gar nichts über mich. Übrigens, der Letzte, der mich verraten hat, ist tot. Da ist ein Fluss. Ja, und wehe, dein Typ ist nicht da. Shit! Okay, Zeit zu verschwinden! Na los! Rechts hinter dir! Also, das ist gefährlich! Nein! Oh nein! Mach dich! Komm schon! Die Scheibe noch? Ja! Weiter! Auf! Darauf hab ich! Oh, das ist ich jetzt! Gleich hab ich! Weicheier! Keine Zeit für Schatten! Weicheier!